Hallo, liebe Mom-to-be. Wenn du gerade erst auf der Matte durchstartest, nimm dir noch einen Moment Zeit, tief durchzuatmen und anzukommen. Und wenn du bereit bist, starte das Video und finde einen angenehmen Vierfüßlerstand. Und mit der Einatmung hebe den Arm zur Seite und öffne dich so weit, wie es angenehm auch noch in deinem Bauchraum ist. Dann mit der Ausatmung ziehe den Arm unter deinem Körper zur Seite durch. Dann lass dich von deinem Atem führen. Weniger wichtig ist die Bewegung. Es lässt sich deine Lungenflügel ausdehnen und das Gewebe darüber entspannen können, sodass du mehr und mehr bei dir ankommst und sich der Körper immer geschmeidiger anfühlen darf. Und zieh den Arm dabei gerne in unterschiedlichen Winkeln unter deinem Körper durch, um verschiedene Dehnlinien zu finden. Als Vorbereitung für die zweite Seite finde wieder mit Händen unter den Schultern, die Knie kurz hinter den Hüften, sodass du da wirklich Raum hast, der Wirbelsäule zu drehen. Und dein Baby zu schaukeln. Erlaub dir dabei gerne zu gähnen und zu seufzen. Und wenn andere Bewegungen dazwischen sich gut anfühlen würden, mach das auch gerne. Lass das wirklich deines werden. Schließ gern dafür deine Augen. Passiere gerne das Video, wenn du gerne länger bei dieser Übung bleiben würdest. Du kannst also einen Ausgleich, aber Hund und Katze Kuh machen. Bevor du dann eine gestützte seitliche Planke findest, und nach der Drehung sanfte Sideboard findest. Du kannst dabei eine Linie zwischen Händen und Schultern bilden oder den Arm über den Kopf strecken für ein bisschen intensivere Dehnung in der Seite. Oder wenn du möchtest, die Schläfe greifen und den Kopf in die Hand sinken lassen, sodass du vielleicht eine Dehnung von deinem Fuß über die Flanken, die Rippenbögen, den Arm und die ganze Körperseite findest. Wichtig dabei, dass der Atem die ganze Zeit tief fließen kann. Du wirst da absolut keine Kompromisse eingehen. Schließe die Augen nach außen und öffne sie nach innen. Wo spürst du Dehnung? Wo kann sich der Atem ausdehnen? Wo gibt es vielleicht einen sanften Widerstand? Die Haltungen sind nur Formen für die, das zu erfahren. So ein Ausgleich, sitze gern zurück in der Stellung des Kindes. Genieße die gerade gern mit weit geöffneten Knien und leicht geöffneten Füßen, sodass das wirklich raumschaffendes für den Bauch, kein Druck auf dem Bauch ist. Und so eine leichte Öffnung im Becken ankommt. Du wirst auf jeden Fall keinen Druck im Bauch und im Beckenboden spüren und immer tief weiter atmen können. Und damit mehr damit die Kraft finden möchtest, stütze nochmal hoch und find dann einen kraftvollen Vierfüßlerstand, indem du die Schultern über den Handgelenken aufspannst. Den Scheitel lang nach vor, das Steißbein nach hinten ziehst. Und wirklich deine Rückenstrecker nutzt, deinen Rumpf zu stabilisieren. Und ganz mittig zwischen Schultern und Becken zu balancieren. Dann streckt man den linken Arm und dein rechtes Bein voneinander weg. Und versuch dabei, die Kraft nicht aus einer Rückbeuge zu holen, sondern die Kraft aus Arm und Beinen.
Das heißt, nur so weit zu heben, wie du die Muskulatur in Schultern und Beinrückseite spürst. Hier, so der Atem tief fließen können. Gerade im letzten Drittel der Schwangerschaft geht es nicht mehr darum, etwas Neues zu lernen oder was zu beweisen, sondern sie in dem Rahmen, den man kennt und sie wohlfühlt, auszudehnen und in einer ruhigen und gelassenen Kraft zu bleiben. Respektiere das, geh mit deinem Atem, finde gerne einen Ausgleich. Vielleicht aber rund um Katze-Kuh, vielleicht in einem herabschauenden Hund, in dem du dir aufstreckst. Und vielleicht möchtest du einen Moment nur auf deine Fersen sitzen und tief durchatmen. Und die Füllen vom Bauch bis im Brustkorb, vom Becken bis unter die Schlüsselbeine. Spanne den Beckenboden, der Kiefer und genieße die Stille und die Ruhe. Und das Video endet hier, aber dein Pränatal-Yoga-Quickie darf gerne noch weitergehen.